Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Avatarinnen und Avatare, hier eine kleine Reportage und Information von der heutigen Eröffnung des Hausboots. Dieses ist angesiedelt in den Räumen von Das Haus, wie man hier sieht, und in denselben Räumlichkeiten ist auch das Café Asyl ab und zu mit Angeboten vertreten, also regelmäßig vertreten, ebenso die Lebenshilfe, aber einen regelrechten Restaurantbetrieb, Kaffeebetrieb gab es lange Zeit nicht mehr. Das wird sich ab heute ändern, denn Michael und John bieten nunmehr einiges an, und zwar ausschließlich in den Bereichen vegan und vegetarisch. Um die Karnivoren nicht zu verärgern, denn das wollen wir nicht, wird hier jetzt nicht weiter darauf eingegangen, auf Massentierhaltung, auf gesundheitliche Probleme durch Fleischkonsum, und auch es wird auch nicht die Rede davon sein, dass zur Herstellung einer tierischen Kalorie ja mehrere pflanzliche nötig sind, die sonst jemand anders essen könnte. Das wollen wir alles nicht erwähnen. Nein, es gibt vegetarische und vegane Gerichte und Getränke gibt es auch. Heute ist die Eröffnung hier in Ludwigshafen. Meiner Kenntnis nach ist dies in der Form bislang in Ludwigshafen konkurrenzlos. Ich selbst zumindest bin stets dann rüber nach Mannheim, ins Hellers oder ähnlich. Wobei allerdings die Betreiber hier auch in Mannheim noch die Kombüse betreiben. Die ist, glaube ich, im Jungbusch. Aber wichtig, hier zentral gelegen an der Bahnhofstraße 30 ist heute die Eröffnung, und wie man so im Hintergrund sieht, ist auch einiges los. Es gibt auch ein Musikprogramm, auch das hört man mittlerweile. Ich werde mal schauen, ob ich noch einige Eindrücke einfangen kann, unter Wahrung des Datenschutzes, selbstverständlich. Und dann machen wir hier erstmal eine Pause. Vielen Dank, bis gleich.